Hallo zusammen, es freut mich sehr, dass Sie mit dabei sind und ich darf Sie recht herzlich begrüßen zu den Ländle TV der Tag Wochen Highlights. Wir hatten wieder viele spannende Themen in dieser Woche. Unter anderem ging es um die Wasserknappheit in St. Gerold. Die Natur, die hat mit den heißen Temperaturen schon richtig zu kämpfen und in St. Gerold, da geht wirklich sogar langsam schon das Wasser aus. Wie man darauf reagiert in der Gemeinde im Großen Walsertal, das sehen Sie jetzt. Die sommerliche Hitze hat das Ländle fest im Griff. Spärliche und oft nur lokale Regengüsse schaffen es nicht, den ausgetrockneten Boden ausreichend zu bewässern. Dieser Umstand veranlasste die Gemeinde St. Gerold, ein Rundschreiben an ihre Bürgerinnen und Bürger auszusenden. Schuld ist der trockene und warme Frühling. Wenn man denkt, wir haben schon seit März durchgehendes schönes Wetter. Und ganz speziell in St. Gerold haben wir jetzt seit dem März keine größeren Niederschläge, keine größere Menge an Regen. Und das sind doch 3 Monate, so haben wir gemerkt, so geht das Wasser kontinuierlich immer mehr zurück. Es gibt verschiedene Strategien, dem Mangel an kühlem Nass entgegenzuwirken. Klar, wir müssen natürlich in erster Linie, wir haben es ein Rundschreiben gemacht, seitens von der Gemeinde, dass es die Leute ein bisschen sensibilisiert werden, dass sie sparen sollen. Und das müssen wir auch sparen, sonst haben wir schnell mal zu wenig. Das ist die eine Seite, wir hätten noch Wasserreserven, haben wir eigen im Dorf noch. Da haben wir jetzt letzte Woche, bin ich mit Gemeindevertretern im Gebiet gewesen. Und das gesagt, sind wir auf der Alpe, wo wir die Quellen haben wir da Messungen gemacht und da fassen wir jetzt einmal ins Auge, sollen wir da über kurz oder lang noch einmal eine Quellfassung machen oder beziehungsweise die alte, die bestehende wieder auffrischen. Laut Thomas Blank, Vorstand der Abteilung Wasserwirtschaft des Landes Vorarlberg, wäre das Einrichten von Verbundleitungen eine weitere effektive Strategie. Natürlich, Notverbund, das ist, passt gut. Aber der Notverbund kann ja nicht zur Dauereinrichtung werden, ist meine Meinung. Das heißt, dass wir nicht zukünftig in der Gemeinde St. Gerold das Wasser mehr oder weniger noch von Thüringen beziehen, das wäre ein bisschen übertrieben. Ein sichtbares Zeichen für diese Problematik hat die Gemeinde St. Gerold direkt beim Gemeindehaus veranlasst. Und da haben wir natürlich auch unser öffentlicher Brunnen am Dorfplatz vor dem Gemeindezentrum, der ist nämlich auch am Trinkwassernetz angeschlossen, haben wir abgestellt. Macht jetzt kein gutes Bild von dem her, wäre schön, wenn er laufen würde. Aber so sieht man natürlich auch, dass man wirklich sparen muss. Wir gehen vom Großen Walsertal nun Richtung Landeshauptstadt und zwar Richtung Bregenz. Dort steht an der Seepromenade ein schwarzes Piano und jeder, der möchte, der kann sich dort hinsetzen und musizieren. Was da dahinter steckt und warum das so ist, das sehen Sie jetzt. Ein Musikinstrument wird zum Integrationsinstrument. Mit einem frei zugänglichen Flügel auf öffentlichen Plätzen setzt sich der Verein Open Piano for Refugees für einen Austausch ganz ohne Sprache, nur mit der Musik ein. In der Woche der Festspieleröffnung wurde an der Seepromenade in Bregenz eine schöne Spielstätte gefunden. Bereits mit den ersten Klängen ließen sich interessierte Zuhörer gewinnen. Wir stellen frei zugängliche Flügel in den öffentlichen Raum, wo alle drauf spielen dürfen. Und deshalb bin ich da auch am See, in der Seepromenade. Und wir haben bis am Sonntag noch einen frei zugänglichen Flügel aufgestellt, wo alle drauf spielen dürfen. Alle, die vorbeikommen. Extrem schöne Location. Also gerade mit dem See im Hintergrund. Man weiß, dass die Festspiele am Abend sind. Die Leute sind kulturinteressiert, die alle da sind. Und also mit Abstand die schönste Location in Bregenz, ganz klar. Sind erste Blockaden überwunden, wagt sich ein Gast nach dem anderen an den schwarzen Flügel. Denn egal ob Vollprofi oder Hobbymusiker, am Instrument ist jede Einlage willkommen. Wie lange spielt denn der schon Piano? Ja, seit der 8 ist, jetzt ist er 16 und das ist seine große Leidenschaft. Er komponiert, ja, und er kann das super. Und bei ihm ist halt so die Überwindung noch ein bisschen vor dem Publikum, das zum Spielen. Und er unterschätzt sich auch immer. Er kann das einfach so genial. Ich bin sein größter Fan. Noch bis Sonntag gibt es die Chance, das Open Piano in Bregenz zu besuchen und eine kleine Spende zu hinterlassen. Die gesamten Einnahmen fließen in das Soziale Musikinstitut Doremi, welches sich für die gesellschaftliche Teilhabe von geflüchteten Menschen einsetzt.
Musizieren für den guten Zweck und für ein angenehmes Miteinander. Wir bleiben in Bregenz und gehen von der Seepromenade Richtung Bregenzer Festspielhaus. In dieser Woche wurden die 73. Bregenzer Festspiele feierlich eröffnet. Alles, was Rang und Namen hat, war wieder da, unter anderem auch unser Bundespräsident Alexander Van der Bellen. Die besten Bilder der Eröffnung, die haben wir für Sie nochmal zusammengefasst. Meine Damen und Herren, den Bregenzer Festspielen wünsche ich jedem erdenklichen Erfolg für die kommenden Wochen. Und meine schöne Aufgabe ist es, Sie hiermit feierlich zu eröffnen. Mit diesen Worten eröffnete Bundespräsident Alexander Van der Bellen die 73. Bregenzer Festspiele. Bei strahlendem Sonnenschein fanden sich wieder zahlreiche Besucher und Prominenz aus Politik und Wirtschaft im Festspielhaus ein, um die Festlichkeiten zu verfolgen. Mit der zweiten Saison Carmen auf der Seebühne, Beatrice Cenci als Hausoper im Festspielhaus und zahlreichen weiteren Highlights geht die Festspielsaison somit in seine 73. Auflage. Und der Stellenwert dieses Kulturereignisses wird auf allen Ebenen hoch angesehen. Im Gegensatz zu anderen Festspielen ist es ein Volksfest, finde ich. Ein richtiges Volksfest, wo die Leute mitgehen, ja. Ich finde, genauso wichtig ist, dass sich die Leute hier an Ort und Stelle darüber freuen, Musik zu hören, eine Oper zu hören, ein Konzert zu hören. Und das wird ja auch gerne wahrgenommen, habe ich das Gefühl. Also hier lebt man mit und das ist auch wichtig. Natürlich ließ sich auch die Ländle-Prominenz dieses Ereignis nicht entgehen. Die Bregenzer Festspiele sind schon was ganz Besonderes. Natürlich, wenn so traumhaftes Festspielwetter ist wie heute, dann ist es irgendwie noch besser. Dann ist diese ganze Flair am See natürlich wirklich was Besonderes. Es waren sehr viele Leute auch da aus der Bevölkerung. Wir machen einen offenen Volksempfang, wo wir uns nicht abkapseln mit der Prominenz, sondern sagen, jeder kann irgendwie auch ins Gespräch kommen. Die Leute können am Platz mit dabei sein bei der Eröffnung. Das gibt es so nur in Bregenz, das gibt es sonst gar nirgends irgendwo. Diesen speziellen Charakter wollen wir auch beibehalten. Ich finde, das macht auch das Besondere aus. Für die Gäste war die Eröffnung natürlich auch ein Sehen und Gesehenwerden. Die Damen erschienen in traumhaft schönen Roben, die Herren fein herausgeputzt im Anzug. Da machten auch die warmen Temperaturen nichts aus. Die Stimmung war sehr gut und viele freuten sich auch einfach, bekannte Gesichter zu treffen. Beatrice Cenci feiert am Mittwochabend Premiere, Carmen startet dann am Donnerstagabend auf der Seebühne. Einer erfolgreichen Festspielsaison 2018 steht also nichts mehr im Wege. Das waren sie, die Themen aus dieser Woche, das waren sie, die Ländle-TV der Tag-Wochen-Highlights. Es folgt jetzt noch unser Kachelmann-Wetter und ich darf mich bei Ihnen verabschieden. Schön, dass Sie mit dabei waren. Machen Sie es gut. Tschüss. Herzlich willkommen beim Ländle-TV-Wetter. Am Sonntag erwartet uns wechselhaftes und nicht allzu warmes Wetter. Der Tag startet im ganzen Land schon mit vielen Wolken. Von der Früh weg ist wiederholt mit Regenschauern zu rechnen und nur beim Rheintal kann es mal auch zwischendurch kurz auflockern. Die Temperaturen liegen in den Morgenstunden bei rund 12 bis 17 Grad. Tagsüber geht es dann überwiegend bewölkt weiter. Immer wieder mal ist mit kräftigen Regenschauern zu rechnen und erst im Laufe des Nachmittags kann es dann zu längeren Auflockerungen kommen. Die Temperaturen steigen auf mäßig warmen 19 bis 22 Grad. Auf dem großen Pitzbuin in rund 3312 Höhenmetern hat es um die plus 4 Grad. Am Montag bleibt uns das wechselhafte Sommerwetter noch erhalten. Von der Früh weg ist es wechselnd bis stark bewölkt, zeitweise ziehen Regenschauer durch, die im Tagesverlauf aber weniger werden. Die Temperaturen erreichen im Rheintal am Nachmittag so um die 25 Grad. Am Dienstag setzt sich das nächste Sommerhoch durch, der Sonnenschein überwiegt und es wird hochsommerlich warm mit bis zu 29 Grad am Nachmittag. Das war's vom Kachelmann-Wetter für Ländle-TV. Mehr bei kachelmannwetter.com. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.